Servus und hallo zur Festival. Nein, ist ja gar nicht Festival Challenge heute. Warum kommt heute keine Festival Challenge? Dazu sage ich später nur ein bisschen was. Jedenfalls Servus und hallo zu einem Speedbuild. Und was wird hier gebaut? Ich muss ein bisschen ausholen. Es ist relativ kurzfristig, habe ich es mitbekommen gehabt und wollte mich da unbedingt beteiligen. Es geht um einen Community Park und ausgerichtet bzw. veranstaltet wird der Community Park von Alle Rassen aus. Alle Rassen aus hat ein Info-Ankündigungsvideo gemacht zu dem Community Park. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut euch das an und macht natürlich mit. Es ist keine Challenge, es ist kein Wettbewerb, die Beiträge zueinander stehen nicht in Konkurrenz. Es geht einfach darum, die Community soll gemeinsam einen Park bauen. So, also wie gesagt, genauere Infos gibt es in dem Video. Ja, einfach irgendwas bauen und dann in Workshop hochladen und halt Herrn Rasten irgendwie Bescheid sagen, dass man was gebaut hat für den Park. Das kann als YouTube-Kommentar sein, auf Discord, auf Twitter, als Steam-Nachricht. Ihr könnt auch Rauchzeichen geben, keine Ahnung. Lasst ihm die Info irgendwie zukommen. Ich finde das Projekt sehr cool und ich hoffe natürlich, dass der Community Park ein großer Erfolg wird. Da Alle Rassen aus hat es, glaube ich, im Video auch erwähnt, es sind ja diverse Projekte schon gescheitert irgendwie von anderen, die es versucht haben. Dieses hoffentlich nicht. Wie gesagt, es gibt quasi so gut wie keine Vorgaben. Er hat darum gebeten, was auch verständlich ist, nach Möglichkeit auf Toolteile zu verzichten. Hat einfach Performancegründe, denke ich mal. Und halt nicht zu groß zu bauen. Also es macht ja nicht Sinn, wenn man jetzt eine Bahn baut, die irgendwie drei Viertel vom Park ist. Aber wie gesagt, alle weiteren Infos in dem Infovideo, das in der Videobeschreibung verlinkt ist oder das ihr halt auf seinem Kanal seht. Sorry für die ganzen Versprecher. Ist für mich schon wieder relativ spät. So, ja. Also von mir werden mit Sicherheit noch mehr Beiträge kommen. Das war jetzt mal der erste Beitrag. Was habe ich hier überhaupt gebaut? Einfach nur einen kleinen Brunnen. Es muss ja nicht immer das mega Dingens gebaut sein. Es reichen ja kleine Objekte. Hauptsache es kommen Objekte, die ihr in dem Park bauen kann. Und ja, was gibt es zum Brunnen zu sagen? Ich habe darum gebeten, beziehungsweise habe es auch so kommuniziert, dass der Brunnen tatsächlich für den Eingangsbereich vom Park sein soll. Und ich habe mir gedacht, ich baue was Nettes, Familienfreundliches, wo sie alle gleich wohlfühlen, wenn die in den Park kommen, und einfach so ein kleines Hallo quasi. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ist jetzt nicht das mega krass detaillierte, aufwendige Konstrukt. Easter Eggs gibt es quasi keine. Aber ich habe gedacht, hey, Brunnen kann man immer brauchen. Nur mit schönem Wasserspiel. Das habe ich hier alles rausgeschnitten, wo ich an den Timern arbeite. Das will ja wirklich keines aussehen. So, im Hintergrund seht ihr jetzt noch ein bisschen das Gebäude an dem Brunnen. Wer den haben will, ist natürlich auch in meinem Workshop. Und jetzt sage ich mal ein bisschen was nur zur Festival Challenge. Im letzten Festival Challenge Video oder im vorletzten. Das letzte, das hat ja der Herr Rasten besprochen gehabt. Im vorletzten habe ich irgendwie gesagt, ja, es kommt was und ich habe ja auch noch was. Das ist soweit auch richtig. Und natürlich kommen da noch Videos, ich weiß nur noch nicht wann. Aktuell ist es so, dass ich im Moment versuche, die Hauptbühnenshow fertig zu machen. Und das ist Tatsache sehr, sehr, sehr viel mit
Auslöser kopieren, Blueprint erstellen, Blueprint platzieren, Auslöser timen, an die Musik anpassen und es ist stinklangweilig. Also ich streame das auch nicht, weil es ist einfach zu langweilig. Sieht sie keine Sau an. Warum soll ihr darüber dann Speedbuilds machen? Die interessieren ja auch keine Sau. Das Ganze wird sie nur ein bisschen ziehen. Ein bisschen was an Content habe ich noch. Das wird irgendwann kommen. Ich denke vielleicht spätestens nächsten Freitag. Und wenn ich die Show fertig habe, was ich jetzt bald abgeschlossen haben möchte, dann gibt es natürlich wieder Festival Challenge Speedbuild Videos. Dazu sei gesagt, ich muss das Projekt tatsächlich demnächst abschließen. Also auch wenn die Challenge bis zum 15. geht, Ende September ist für mich Feierabend. Da werde ich das Ding hochladen, egal ob es fertig ist oder nicht. Ich kann also nicht bis zur letzten Minute dran bauen. Aus, ja, Gründen. Aber das sei dahingestellt. Gott, ich laber schon wieder so ein Zeug. Ich bin jetzt zu faul, dass ich das da alles herausschneide. Zurück zum Thema. Dieser Brunnen. Was haltet ihr davon? Schreibt mal gerne in die Kommentare oder auf Steam oder ladet euch das Ding runter oder also so. Das sage ich jetzt nicht, weil ich hören will, ja, ganz toll, sondern von mir gibt es ja nicht allzu viel im Workshop Brauchbares und das ist so ein Teil, wo man so, das finde ich eigentlich ganz gut geworden, drum ehrliches Feedback ausdrücklich erwünscht. Ich weiß an dieser Stelle tatsächlich gerade nimmer, was ich so sagen soll. Darum werde ich das Video jetzt nicht bis zum Ende besprechen. Ihr müsstet jetzt schon, ja wobei, 8 Minuten, die eine Minute, die mache ich jetzt auch noch voll. Und zwar hau ich nur einen Spoiler raus. Es wird ein Multiplayer-Krempel-Zeugs-Spiel kommen, wo sehr viele beteiligt sind. Alle Rassen aus, Dead, Forest, Mr. El Sorado, Wer waren da noch alle dabei? Ich vergiss die Hälfte bestimmt wieder. Piano Tales war dabei. Sehr chaotisch, da kommen einige Folgen. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Startet demnächst irgendwann. Und ein neues Adventure wird auch irgendwann demnächst, sage ich mal, eher späteres demnächst auf meinem Kanal starten. So, das war's aber jetzt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.